Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu diesem neuen Adventskalender-Video. Heute werde ich euch mal 20 Fragen beantworten. Und zwar hat der Onkel Blablabla einen sehr langen Kommentar verfasst. Und zwar mit 20 Fragen. Und die werde ich heute alle beantworten. Ansonsten ist das hier auch eine Aufforderung an euch, dass ihr jetzt in die Kommentare einfach irgendwelche Fragen hineinstellt, dass ich eure Frage auch im nächsten Video oder so beantworten kann. Und dann beginnen wir einfach mal. Wann hast du mit YouTube angefangen? Ich habe mit YouTube 2012 begonnen. Und zwar am 9.12., soviel ich weiß. Das bedeutet, wir haben jetzt die Tage Jubiläum. Yay! Weißt du, wie man Minecraft spielt? Sehr wenig. Ich weiß bloß, dass man mit W und so läuft. Mit W, A und D, glaube ich, oder so. Also ich kann es nicht wirklich. Was machst du gerne außer zaubern? Ich spiele Gitarre, bearbeite Videos, nehme Videos auf, also alles, was ich hier gerade mache. Und ja, das wäre es eigentlich. Kennst du Mr. TrixXL? Ja, arbeitest du oder machst du noch eine Lehre? Wenn ja, dann als was? Nein, ich arbeite nicht und ich mache keine Lehre. Ich bin YouTuber. Ich bin noch Schüler. Ich bin in der 11. Klasse, also in der Jahrgangsstufe 1. Und ich bin noch Schüler, also ich mache noch nichts Richtiges. Mit welchem Programm schneidest du deine Videos? Ich schneide meine Videos mit Magix Video Deluxe irgendwas. Also mit Magix Video Deluxe. Ja, genau. Welches Fach hattest du in der Schule gerne? Ich habe ja gerade immer noch Schule, also ich habe, ja. Schwer zu sagen, es gibt ein paar, die ich mag. Ich finde zum einen Englisch Hammer, Wirtschaft macht mir sehr viel Spaß und Ethik. Ja, ich bin nicht religiös, ich habe Ethik. Ja, ich habe eine Kreuzkette, verklagt mich. Deutsch macht Spaß, aber halt nicht die Arbeiten, sondern nur Deutsch an sich, weil es sehr leicht ist und so, aber ja. Welche Kamera benutzt du? Ich habe hier gerade, mit der ich hier aufnehme, die EOS 700D von Canon. Mit der nehme ich gerade auf, aber ich habe mir gestern, also ich nehme gerade, es ist der 30. November, ja, ich bin sehr gut vorbereitet auf den magischen Adventskalender, ich weiß. Ich nehme gerade auf und habe gestern eine neue Kamera bestellt, und zwar eine Vlog-Kamera, eine Lecria Mini X. Und mit der kann ich dann irgendwann mal vloggen und keine Ahnung was. Genau. Hast du PS3 oder 4? Nein. Welches Spiel spielst du auf deinem Handy? Ich habe gar keine Spiele auf meinem Handy. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo Doodle Jump, aber das war das einzige Spiel, das ich habe. Also, sorry, ich spiele da nichts drauf. Was für ein Handy hast du? iPhone? Nein, ich habe ein Huawei P8, 9, keine Ahnung was, irgend so ein Handy, P8 glaube ich. Möchtest du ein IOHawk haben? Ich habe einen IOHawk und ich mag es, ja. Aber es ist illegal damit rumzufahren, deswegen mache ich es nur in der Wohnung oder so, aber ja. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich habe kaum Wünsche, das war echt schwer dieses Jahr. Jetzt habe ich mir zwanghaft was ausgesucht, und zwar wollte ich schon immer mal ein eigenes Klavier haben, beziehungsweise so ein E-Piano, und das habe ich jetzt mir gewünscht. Und das war's, glaube ich. Habe ich nochmal was? Ich habe nochmal was bestimmt. Einen neuen Geldbeutel. Aber das war's, glaube ich. Also ich habe wirklich kaum was. Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Die finden das voll cool, weil es ist ja ein tolles Hobby. Und ja, die finden es cool. Von wo hast du das Zaubern gelernt? Ich habe das mir selber beigebracht durch Bücher, DVDs, mittlerweile Seminare und so weiter. Genau, also das habe ich mir selber beigebracht. Was kannst du noch außer zaubern? Ich kann ein wenig Gebärdensprache, ich kann Gitarre spielen, ich kann Videos schneiden, Videos aufnehmen, obwohl das ja kein Können ist, richtig. Ich kann Videos bearbeiten, ich kann hypnotisieren, genau, warum sage ich das nicht gleich, hypnotisieren. Warum hast du denn den Namen Marv der Zauberer ausgewählt? Sehr gute Frage. Mich hat mein Kumpel früher immer Marv genannt, anstatt Marvin. Ich heiße normalerweise Marvin und er hat mich Marv genannt. Das fand ich cool. Meine Mutter wollte, dass ich mich Marvini nenne, wegen Houdini, wisst ihr, ja. Aber irgendwie heißt gefühlt jeder zweite Zauberer Marvini, Filippini. Nein, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also viele heißen so Slidini. Keine Ahnung was, sehr viele heißen so. Und deswegen haben wir weiter überlegt, dann dachten wir Magic Marv. Aber Magic Marv, das ist auch so mega typisch. Und Marv der Zauberer, das ist so mega normal. Das gleiche wie Marv der Hypnotiseur oder so. Aber es gibt keinen, der so heißt. Und deswegen hat das geklappt und mittlerweile kennen viele den Namen Marv der Zauberer. Genau. Was magst du an deinen Zuschauern? Was gefällt mir an
euch, dir. Es gibt sehr viele, die sind total aktiv. Es gibt welche, die haben Instagram-Fanpages, voll geil. Es gibt welche, die malen mir immer wieder Bilder, das finde ich voll cool. Die anderen kommentieren einfach regelmäßig und fleißig, das finde ich Hammer. Ansonsten, sie geben mir immer Tipps, helfen mir beim Video, Tipps, Tricks, Aufgaben und so weiter. Und ja, das finde ich cool. Und finde den Fehler, okay, ich habe ihn gefunden, aber ich sag nicht wo, dann könnt ihr mitraten. Ja, genau, und das wäre die letzte Frage gewesen. Dankeschön an Onkel Blablabla. Ansonsten war es das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mir weitere Fragen stellen wollt, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten war es das. Wir sehen uns dann wieder morgen zu dem neuen Video. Und hier könnt ihr mich irgendwo abonnieren und das letzte Video, Blabla. Onkel Blabla. Ciao.